wieder Langeweile. Treffen Sie nette Leute im Mainzer Business Club. Tolle Clubabende, originelle Marketingideen, top aktuelle Themen aus Business, Gesellschaft und Kultur. Weitere Infos unter www.alster-business-club.de. Essentials TV, EU-Projekte, EU-Förderung durch Aktivregion Holsteins Herz, das ist heute unser Thema. Wir sind im dritten Teil damit beschäftigt, was unsere Zuschauer für Fragen an unsere beiden Herren Pomarenke und Knoche zu stellen haben. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich unsere Redaktionsassistentin Frau Angelika Leisering. Frau Leisering, welche Fragen haben unsere Zuschauer denn gestellt? Die erste heutige Frage lautet, welche Aktivregionen gibt es in Schleswig-Holstein über Segeberg und Stormarn hinaus? Wer möchte von den beiden? 21, soll ich Ihnen die alle aufzählen? Also ein paar, Schwentine, Holsteinische Schweiz, Rendsburg, dann Pindelberg. Rendsburg, am Kanal, an der Ostseeküste einige. Auenland, Alsterland, dann Hohe Elbgeest und so weiter. Also bis auf ein paar weiße Flecken, die übrigens hauptsächlich auch im Kreis Stormarn sind, ist das ganze Land fast flächendeckend mit Aktivregionen versehen, die sich alle selbst gegründet haben. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Frau Leisering? Ja, die zweite lautet, ich habe eine Projektidee zum Thema Jugendliche und Sicherheit im Internet. Dazu habe ich schon Vorträge an Schulen gehalten. An wen wende ich mich, um ein Kompetenzteam zu erzeugen? Ich selbst bin Informatiker. Ja, da breche ich gleich ab. Da sage ich mal, wir haben ja gleich noch unseren Netzwerkpart im Clubabend und ich möchte den Fragenden bitten, die Herren Pomarenke und Knoche zu konsultieren und die werden dann sicherlich einen Weg finden. Ich habe aber meine Visitenkarte mit und da kann man sich an unseren Geschäftsführer wenden und der gibt dann nachher die Information. Super. Okay. Die nächste Frage lautet, ist die regionale Vermarktung von Produkten auch ein Thema für Holsteins Herz? Ja. Kurz und bündig, wunderbar. Wir haben beispielsweise eine Kooperation mit einem Stormarner Landwirt gehabt, der seine Produkte beworben hat über ein Projekt. Ich glaube, das hieß Obstwiesen, Herr Knoche, Sie erinnern sich? Ja. Und das war ein Privater und der hat das sehr erfolgreich umgesetzt. Die EU fördert gerade die Vermarktung der Produkte aus der Region, wenn sie erstmal gesund erzeugt sind, vermarktet werden mit den eigenen Kräften und zur Marktstabilität in der Region führen. Denn das Hin- und Herkarren von Produkten, die wo ganz anders herkommen und zur falschen Zeit auf den Tisch geraten, ist ökologischer Unsinn. Das weiß die EU, sie kann es nicht verhindern, aber sie fördert deswegen dieses besonders. Da würde ich gerne nochmal einhaken. Wir hatten vorhin das Thema Theater in der Nordbahn als ein Projekt. Holsteins Herz hat sehr viel mehr Projekte begleitet, dafür gesorgt, dass die Förderung läuft. Herr Knoche, wollen Sie da noch mal kurz aufzählen anhand von Überschriften? Was gab es da bislang? Gut. Das Projekt Räderwerk. Dort sind Menschen qualifiziert worden, die in einem Zug ausgebildet worden. Hinterher haben die alle einen Arbeitsplatz bekommen, weil die Nordbahn überall Wettbewerbe gewonnen hat und die Menschen brauchten zum Fahrkarten verkaufen. Zweitens, Noctalis. Wir haben das Fledermauszentrum mitgefördert. Ein gutes Projekt in Segeberg. Viele Wege, jüdisches Zentrum, sagte ich schon. Das Kanuwandern an der Trave mit Einstiegsstationen. Reitwege, mehrere Rundreitwege. Wir waren mit diesen Reitwegen und mit dem Pferde- und Reiterland auf der Internationalen Grünen Woche. Eine Woche. Wir haben den Schöpfungsgarten, wo Kinder einen Garten herrichten, wo sie selbst Früchte
sehen und ernten und sie pflegen müssen, wo sie also in der Erde rumwühlen, damit das passiert, was Sie gerade so schön gefragt haben. Das Thema Kirchenrouten, wo alle Kirchen miteinander verbunden werden, das ist auch ein Leuchtturmprojekt, damit man die Kirchen auch als touristische Ziele erkennt und sie nutzen kann. Nicht alle Kirchen sind immer geöffnet und manche Kirchen müssen auch dafür hergerichtet werden, dass sie touristisch, für touristische Zwecke geeignet sind. Das geschieht dort. Dann Ideen am Küchentisch, ein sehr schönes Projekt, weil wir demografische Entwicklung und solche Themen natürlich aufgreifen müssen. Unsere Dörfer nehmen bevölkerungsmäßig ab. Einige Häuser werden leer stehen, einige stehen schon leer. Der Verkauf der Häuser ist schleppend, es fehlt die Nachfrage. Wir werden also weniger und älter. Was macht man mit solchen Dörfern? Und wenn Sie dann zu einer Zukunftswerkstatt einladen, wie wir gerade besprochen haben, dann kommt keiner, weil die älteren Leute kommen nicht. Aber man braucht sie, weil sie ja ihr Dorf oder weiterentwickeln müssen. Also geht man zu ihnen an den Küchentisch und führt Interviews. Und das macht man mit Menschen, die nicht im Dorf sind, sondern mit Studenten oder anderen Gruppen. Und das ist ein besonderes Interviewsystem. Das ist eine vorbildliche Geschichte, wie man schon älter gewordene Dörfer wieder in Gang bringt. Das kommt auf uns zu. Dann Leben nach dem Kies, eine Region, die ausgebeutet wurde, indem man Kies abgebaut hat. Das werden jetzt blühende Kieslandschaften, nein, nicht Kies, also Baumlandschaften mit wunderbaren Äpfelbäumen. Da gibt es so lustige Ereignisse wie die Tatsache, dass natürlich der Bürgermeister, der jetzt gewählt worden ist, weil er sich so eingesetzt hat, also man wird auch, kommt auch in die Politik, wenn man sich engagiert, wollte natürlich eine Obstbrennerei machen und das kommt nicht gut an, dann haben wir dieses Projekt Obstsaftveredelung genannt. So ist es dann wieder. Dann das Sozialkaufhaus, das immer noch funktioniert und wunderbar und da spart sogar der Kreis Geld. Dann haben wir auch Projekte, die wir gefördert haben, nicht durch Geld, einfach nur so, weil die brauchen kein Geld mehr oder die haben andere Töpfe, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wenn wir etwas machen, decken wir plötzlich Töpfe aus dem Bereich Denkmalschutz, aus dem Bereich Stiftungen, hier und da. Und so kommt Geld zusammen. Und das ist auch nochmal ein Betrag, der fast über 1 Million lag beim letzten Mal, wenn man das alles zusammenzählt. So haben wir jetzt eine Wollspinnerei, ein arbeitendes Museum in Segeberg, wo der Herr, der das jetzt betreibt, auf die 80 zugeht. Und er muss sehen, dass er das an Jüngere überträgt. Und ich sage immer, bleib fit, wir brauchen dich, damit das Museum weitergeht. Wenn es nämlich aufhört, verliert es die Existenzberechtigung. Und so kann dieses Museum, diese Wollspinnerei weiterlaufen. Und da wird jetzt gerade ein Café eingebaut. Und ich glaube, in der nächsten Woche ist Einweihung. Wir laden Sie schon mal jetzt vielen, ein. Vielen Dank. Ja. Und. Ja. Also ganz, ganz viele Projekte. Wir haben noch eine weitere Frage. Ja, die letzte Frage des heutigen Abends ist, was für Möglichkeiten gibt es, solche Projekte auf andere Regionen zu übertragen und wo bekommt man erste Infos darüber? Herr Pommerenke. Die Frage ist, was Sie unter andere Region verstehen. Das ist natürlich eine Definitionsantwort, die ich Ihnen geben muss. Es gibt auf alle Fälle für alle 21 Aktivregionen eine Gebietskulisse. Die ist ganz klar geografisch definiert mit den dazugehörigen Einwohnern. Norderstedt gehört auch dazu, mit einem Teilbereich, aber anerkannt und ist EU-förderfähig. Ich hack da einfach mal ein. Wir haben Besucher heute hier aus dem Osnabrücker Raum. Und das heißt Oldenburg, Osnabrück, dann Raum Niedersachsen. Niedersachsen ist auch an dem ELA-Prozess beteiligt, auch von Anfang an mit dem LIDA-Gedanken. Und da braucht er sich einfach nur an die, wenn er jetzt aus dem ländlichen Raum wenn er aus dem ländlichen Raum kommt, an die Kreisverwaltung wenden oder an die jeweilige Stadt. Und die wissen sicherlich darüber Bescheid, wer der Ansprechpartner dafür sein wird. Gut.